Sind wir schon zu hören? Das ist gut. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen Ihnen heute dieses Buch vorstellen mit einem revolutionären Titel, eingemischt Zwischenrufe eines älteren Herrn. Und ich darf vielleicht eine Bemerkung vorausmachen. Natürlich kann man gar nicht und will man auch gar nicht an den aktuellen Themen, die uns so sehr beschäftigen, vorbeigehen. Und deswegen wird der Abend teilweise, zumindest auch unter diesem Stichwort Paris und die Folgen stehen. Auch die Flüchtlingsfrage wird eine Rolle spielen, insbesondere wenn natürlich dieser Gast hier zu meiner Linken mit dabei ist. Aber ich fange mal beim Buch an und noch mehr beim Autor. Der Autor sagt, es seien Zwischenrufe eines älteren Herrn. Jetzt muss ich, falls hier noch Unklarheiten bestehen, einfach fragen, wie alt ist denn der ältere Herr? Ich habe es ja schon vermutet, dass Sie so indiskret anfangen. Aber, Indiskretion ist meine Stärke. Ja, aber wenn das schon so ist, dann gestehe ich, dass ich demnächst 88 werde. Also das ist ja verglichen mit allen. Ich gestehe, ich will es immer gar nicht glauben, wenn ich Sie sehe und mit Ihnen rede. Das ist schon... Naja, was heißt das? Ich habe eine Frau, die mich jeden Tag neu fordert. Da bleibt man lebendig bei. Was soll man sonst machen? Also das ist Also das habe ich auch. Insofern habe ich gute Chancen. Ja, das zweifellos. Und außerdem verstehe ich, dass Sie noch eine ganz junge, wunderbar hübsche Tochter haben, die Sie auch, wie ich eben gehört habe, zum Reitstall begleiten. Also... Alles Dinge, die genau. Habe ich auch mit meinem Leben mal durchgemacht. Es hält jung. Genau. Zwischenrufe eines älteren Herrn, meine Damen und Herren. Edzard Reuter, Jahrgang 1928, von 1987 bis 1995, Vorstandsvorsitzender des Daimler-Konzerns. Langsam. Wenn Sie heute die Stuttgarter Zeitung lesen, Sie dürfen nicht meine frühere Karriere einfach verschweigen. Ich war laut Stuttgarter Zeitung auch schon mal früher regierender Bürgermeister von Berlin. Das nennt man auf der Höhe der Zeit, oder? Also, aber wir wollen noch erwähnen, Mitglied der SPD, Wacher Demokrat, Citoyen, Schöngeist, all solche Bemerkungen habe ich in den Berichten über Sie wiedergefunden. Zusammen mit seiner Frau Helga, Gründer der Helga und Edzard Reuter Stiftung zur Förderung der Völkerverständigung. So, glaube ich, spielt auch heute Abend eine Rolle. Und Edzard Reuter hat sich als weiteren Gesprächspartner in diesem Abend diesen Herrn ausgewählt. Den kennen Sie alle, Boris Palmer, grüner Politiker seit 2007, Oberbürgermeister von Tübingen und weit über die Grenzen seiner Stadt hinaus als Mann mit eigenem Kopf bekannt. Herzlich willkommen. Jetzt habe ich eine ganz eigenwillige Frage. Gibt es jemanden, der für unser Publikum dieses Gerät hier noch zur Seite schieben kann, weil... Ein Teil des Publikums sieht uns leider gar nicht. Das wäre lauter. One, two. So, das erledigen wir jetzt nochmal schnell. Ich begrüße Sie zu meiner Linken. Boris Palmer, warum haben Sie sich eigentlich bereit erklärt, an diesem Abend mit dabei zu sein, mit Edzard Reuter zu diskutieren? Weil ich den Moderator des Gesprächs so toll finde. Und Edzard Reuter? Edzard Reuter kenne ich zwar von wenigen kurzen Begegnungen, aber für mich ist er vor allem eine historische, eine geschichtliche Figur, weil ich war gerade so in der Schule und habe versucht, mir die Welt zu erschließen, als es diese Aufkäufe gab, AEG und was da alles war. Und ich dachte, heute Abend erfahre ich mal ein bisschen was drüber, wie er das rückblickend bewertet. Das interessiert mich nämlich. Da kommen wir auch drauf. Herr Reuter, warum wollten Sie diesen jungen Mann, der genau halb so alt ist wie Sie, dabei haben? Ach, da gibt es tausend Gründe. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich wahnsinnig über ihn geärgert habe. Aber das ist ja so, lernt man sich kennen.
als er dann schließlich hier bei der Oberbürgermeisterwahl in Sachen Stuttgart 21 umgekippt ist. Also vorübergehend jedenfalls. Aber inzwischen habe ich ihn kennengelernt als einen, der mir jeden Tag neu Eindruck macht, als einer, der den Mund aufmacht, der eine eigene Meinung hat. Und wir werden ja vielleicht nachher noch darauf zu sprechen kommen. Seine Beliebtheit in seiner Partei soll ja den Höhepunkt erreicht ja, haben. Ich bin ja nun nicht alles Mögliche bin ich, aber bestimmt nicht verantwortlich für die Leitung der Grünen, um Gottes Willen, so weit kommt es noch. Nein, aber wir werden ja vielleicht nachher noch drauf kommen, in dem Buch ist auch die Rede davon. Ich finde, unsere Demokratie leidet darunter, dass wir so wenig Menschen haben, die wirklich eine eigene Meinung haben, sich zur Diskussion stellen, auch den Mut haben, mal was Falsches zu sagen. Das ist ja egal, aber davon lebt eine Demokratie. Und deswegen brauchen wir solche Leute. Sagen Sie jetzt bitte nichts. Wir kommen mal auf die aktuelle Lage. Wir müssen einfach zuerst drauf zu sprechen kommen, weil das einfach unter den Nägeln brennt. Dieser 13. November, ist das eine Zäsur? Ist das ein neues Kapitel in der Bedrohung unserer zivilisierten Welt? Das glaube ich im Grunde genommen nicht, weil ich bin vielleicht manchmal ein blauäugiger Optimist, aber ich bin Optimist und ich vertraue darauf, dass wir so viel Substanz haben, nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern zuallererst mal in Frankreich. Frankreich ist betroffen, aber damit wir als Europäer sind insgesamt von diesem schrecklichen Geschehen dort in Paris betroffen. Aber ich vertraue darauf, wir haben ein festes demokratisches Fundament. Wir haben feste Werte letzten Endes bestritten an allen möglichen Gelegenheiten und Enden, aber im Grunde genommen können wir uns, glaube ich, darauf verlassen, dass wir widerständig gegen solche Attacken sind, die ja im Grunde genommen auf diese Werte zielen, die unsere Werte sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass man von einer Zäsur reden kann, aber es ist natürlich weit näher an der Haut als damals 9/11 in New York. Es hat sich an unserer Tür abgespielt. Gestern haben wir das plötzlich gesehen mit dem Geschehen in Hannover. Für meine Begriffe unverständlich hochgespielt von den Medien, so als wenn es vergleichbar sei mit Paris am 30. Aber trotzdem, es ist ein Geschehen, das uns zutiefst natürlich beschäftigen muss und wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir neigen ja immer dazu, ich will jetzt ein ganz dummes Beispiel sagen, gucken Sie mal, vor einer Woche wurde die Sau, die durchs Dorf gejagt wurde, hieß Helmut Schmidt. Redete jeder nur über Helmut Schmidt. Ein paar Tage später ist es diese Sau. Wir dürfen das nicht vergessen. Es ist die Herausforderung unserer Gesellschaft, die hier zur Diskussion steht. Aber eine Zäsur? Nein, ja. Glaube ich nicht. Eine neue Dimension oder auch ein gewisses Maß an Medienhysterie oder Hysterie auch, die sich dann in die Gesellschaft verbreitet? So sind heute die Medien. Muss man halt zur Kenntnis nehmen. Jetzt zwingt einen ja niemand 24 Stunden am Stück die neuesten Meldungen anzugucken. Man kann ja den Fernseher auch ausschalten. Also da bin ich entspannt. Das Wesentliche kriegt man ja in 5 Minuten tatsächlich dann auch durch Lektüre eines Zeitungsartikels mit. Ich glaube aber auch, dass es nicht eine Zäsur ist, sondern dass wir tatsächlich mal die lange Linie der letzten 15 Jahre angucken müssen. Es gab 2004 über 100 Tote in Madrid bei einem vergleichbaren Anschlag. Da waren es Züge, aber auch koordiniert, mehrere gleichzeitig, fast gleiche Todesopferzahl. Man kann also nicht sagen, es ist zum ersten Mal, dass es passiert. Es ist auch nicht zum ersten Mal, dass es in Europa passiert. In New York mag weiter weg sein, aber die Symbolik war eher noch größer als Paris zu treffen, waren auch
überwiegend willkürlich ausgewählte Unschuldige. Also ganz neu ist das alles nicht. Es ist nur jetzt ganz nahe, und zwar zeitlich und räumlich, und deswegen beschäftigt es uns mehr. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn man jetzt ein oder zwei Jahre vorausschaut, dann wird man feststellen, es war ein weiteres Ereignis in der Kette. Nicht etwas, das den Geschichtsbruch bedeutet. Die spannende Frage ist, und da finde ich es ungeheuer bemerkenswert, dass in Ezard Reuters Buch das letzte Kapitel genau dieses Thema bereits aufgreift und die Frage nach ISIS, der Herkunft, der Bedeutung, der Ursache und wie man dem entgegentreten kann, diskutiert. Das erklären Sie besser als ich, was da steht. Aber es ist im Kontext des heutigen Tages und des Ereignisses fast schon hellsichtig, wie da erklärt wird, was jetzt passiert ist und wie man damit umgehen sollte. Ich persönlich glaube, dass wir überlegen müssen, wie die Reaktion auf den Anschlag in New York und die Folgeanschläge in Zusammenhang stehen mit heute und was die richtigen Schlussfolgerungen sind. Ich sage mal folgende Beobachtung, Verknüpfung mit der Flüchtlingskrise. Wenn Sie anschauen, wo heute der Großteil der Flüchtlinge herkommt, dann sind es genau die Gebiete, in denen die NATO und die USA Kriege geführt haben. Balkan, Syrien, Irak und Afghanistan. Das sind die Hauptherkunftsländer der Flüchtlingsströme. Da kann man also mal sagen, das war kein echter Erfolg, wenn die Leute dort jetzt alle fliehen müssen, sondern diese Kriege haben nicht erreicht, was wir erreichen wollen. Ich glaube, die erste Beobachtung, über die man nicht hinweg kann. Die zweite, weil daraus auch nicht Pazifismus folgt, es ist ganz besonders falsch, einzumarschieren mit Waffen und dann die Ausdauer nicht zu haben, dort zu bleiben, bis man tatsächlich Stabilität erreicht hat. Aus dem Irak abzuziehen, und da war also Bush genauso falsch wie Obama, so sehr uns das gefreut hat im ersten Moment als Friedensbewegte, abzuziehen und das sich selber zu überlassen und dann zuzulassen, dass man wieder in Syrien und im Irak Failing States hat, aus denen heraus Terroranschläge ohne jeden Verfolgungsdruck organisiert werden können, wie es in Afghanistan eben auch gewesen ist, ist auch falsch. Jetzt bin ich kein Außenpolitiker und sage Ihnen nicht, was richtig ist, aber aus den 15 Jahren können wir lernen, wir dürfen einerseits nicht zu schwach sein in der Reaktion, wir dürfen aber andererseits auch nicht zu stark sein in der Reaktion. Beides führt dazu, dass der Terror eher mehr wird als weniger. Und die letzten 15 Jahre haben wir es nicht geschafft, eine Reaktion gemeinsam in der westlichen Welt zu definieren, die den Terror einschränkt. Das kann man nach 15 Jahren sagen. Was sind die richtigen Antworten in diesen Tagen auf die Situation? Zu den richtigen Antworten gehört als allererstes klipp und klar dazu zu stehen, dass wir deswegen, wegen dieses Vorgangs in Paris, nicht etwa auf die Idee kommen, unsere bewährte Asylregelung in Frage zu stellen. Das ist eine allererste Herausforderung, die wir haben. Und Sie werden auch in diesem Buch sehen, dass ich durchaus sehr, sehr kritische Anmerkungen über unsere derzeitige Bundeskanzlerin zu machen habe. Nur hier, in dieser Sache, hat sie endlich einmal klipp und klar Farbe bekannt und gesagt, nein, darum geht es nicht, unser Asylrecht einzuschränken, das dürfen wir auch nicht. Eine ganz andere Frage ist das Thema, was hier unter diesem leichten oder einfachen Stichwort Beschränkung, Begrenzung der Zuwanderung steht, ist eine ganz andere Frage. Aber hier ist klipp und klar das gesagt worden. Und das ist, glaube ich, ein unverzichtbares Element, wenn wir in diesem Land es schaffen wollen, Gemeinsamkeit zu haben, dann können wir solche Grundrechte, um die es eigentlich geht, nicht einfach in Frage stellen. Wir werden es gleich nochmal vertiefen, wir müssen aber einfach mal ein bisschen was über Ihr Buch vermitteln. Also es ist ein vom Thema her weit gespanntes Werk. Es geht über, kommen Kapitel Wehret den Anfängen, das ist ein Bezug auf die Nazizeit. Es geht um Zukunft, es geht um Moden. Sie beschäftigen sich tatsächlich mit ihrer Abneigung gegen die Bartmode und gegen Tattoos. Also es ist wirklich weit gespannt und es geht dann um Grundsatzfragen der Wirtschaftsethik und andere gesellschaftliche Grundsatzfragen. Wie ist denn das Werk entstanden? Haben Sie sich an den Schreibtisch gesetzt? Ich schreibe jetzt ein Buch, oder? Nee, überhaupt nicht. Wissen Sie, ich sitze so manchmal da oder gehe spazieren und es fällt mir so einiges ein, was mich ärgert oder was mich aufregt oder was mir gut gefällt. Und dann setze ich mich eigentlich selber für mich hin und versuche das mal aufzuschreiben, nichts anderes.
Und so ist so etwas zustande gekommen. Es ist ja alles geschehen, lange bevor diese Flüchtlingsgeschichte eingesetzt hat, alle diese Texte. Also Sie haben dann so einiges... Und dann habe ich eines Tages gesagt, auch zeig das doch mal einem, finde ich, von mir hochgeschätzten Verleger. Der heißt Hubert Klöpfer und das ist der Verleger dieses Buches geworden und der hat gesagt, ach, das machen wir mal ein Buch draus. So ist das eigentlich gekommen. Das sitzt leibhaftig da. Vielleicht zeigen Sie sich mal dem Publikum, vielleicht gibt es noch weitere potenzielle Autoren. Man sollte aber nicht unerwähnt lassen, dass der Verlag in Tübingen ist, gell? Ja, ja. Ja, ja. Trotz allem. Tübingen wäre fast nicht denkbar ohne Hubert Klöpfer, das ist wahr. Ja, nun hat mich ein bisschen gewundert, das war ja so eine Art eher eine lose Blattsammlung, die Sie gemacht haben, nicht? Nee, das ist nicht? Insofern, glaube ich, ja, natürlich haben Sie recht, die Titel, die gehören nicht alle zusammen. Aber sie entspringen schon einer gemeinsamen Sorge, die ich ein bisschen habe. Was wollen Sie der Menschheit mitteilen? Ich will der Menschheit überhaupt nichts mitteilen, sondern nur den Lesern dieses Buches was mitteilen. Und das ist meine Sorge, die mich seit langem schon begleitet, dass wir hierzulande in Deutschland, aber teilweise auch in Europa, so ungefähr uns angewöhnt haben, in dem Modus zu leben, ach, eigentlich geht es uns ganz gut, wir brauchen uns doch eigentlich überhaupt keine Sorgen zu machen, nicht zu engagieren, fürs Gemeinwesen sowieso nicht. Wir leben unsere eigenen Karriere, unsere eigenen Vorlieben, wir machen unsere schnellen Reisen am Wochenende, fahren mal dahin, mal hierhin, aber engagieren für das Gemeinwesen tut man sich eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, das war, bevor diese Erfahrung mit der Flüchtlingswelle angebrochen ist. Aber bis dahin war es, und ich bleibe dabei, in der Gefahr stehen wir immer noch, unser Kennzeichen, ach, wir können doch einfach so weitermachen, wozu müssen wir uns engagieren? Auch da komme ich wieder zurück auf eine politische Persönlichkeit. Die Mutti wird es schon richten. Warum sollen wir uns eigentlich Sorgen machen? Geht doch alles von selber. Sie haben ja schon den gleichen Sprachgebrauch wie Herr Mappus. Redet der Mappus schon von Mutti? Das glaube ich nicht. Das ja? war in E-Mails war das. Naja, also ich kenne so die Usancen innerhalb der christlichen Parteien nicht so genau, dass das ich weiß. Aber es ist wirklich, dass die Sorge, die hinter all diesen Blattsammlungen, wie Sie sagen, stehen, ist genau diese Sorge. Dazu gehört auch solche Sachen wie, folgen wir plötzlich irgendwelchen Tagesmoden und machen alle aus unseren Gesichtern, entschuldigen Sie, ich meine jetzt nicht den Palmer, der hat ja keinen richtigen Bart. Wir meinen schon die richtigen. Also das steckt schon ein bisschen dahinter. Es ist nicht eine lose Blattsammlung. Es steckt ein Sinn dahinter. Ja. Darf ich mich da mal einmischen? Sie haben es gelesen. Ja, mal einmischen. Ich habe es auch gelesen. Ja. Ja. Was ist für Sie die Hauptbotschaft dieses Buches? Darf ich mich vorher noch einmischen und das überlegen, die Hauptbotschaft? Ja. Ein gewisses Maß an Anarchie ist zulässig. Also das ist gut. Mir geht es nicht um die Bärte, sondern ich würde gern wirklich was von Ihnen wissen als Zeitgenosse. Ich war überrascht von dieser These im Buch, dass das Engagement in der Zivilgesellschaft so zurückgehe, wie Sie es gerade jetzt auch ja, hörbar beschrieben haben. Und habe mich dann gefragt, war das in den 50er und 60ern wirklich besser? Da haben Sie ja das beobachten können. Aus den Geschichtsbüchern weiß ich eigentlich, glaube zu wissen, der Aufbruch kam mit 68 und bis dahin waren wir eine Art Obrigkeitsstaatsorganisation, wo nicht Mutti, sondern Papa Adenauer gesagt hat, so ist es. Und dann haben sich irgendwie alle danach gerichtet. Ist es wirklich so, dass wir da, wir wissen das ja, seit Sokrates wird immer alles schlechter, aber ist es wirklich so, dass wir uns jetzt hier vorwerfen lassen müssen, dass Engagement und Bereitschaft zu helfen, sich einzubringen für den Staat so zurückgeht? Ich habe da eine andere Wahrnehmung. Was sagen Sie? Also ich denke schon, dass das so ist. Wir sind natürlich in der ersten Nachkriegszeit in einem ganz anderen Umfeld, selbstverständlich, da ging es um Trümmer beseitigen, da ging es um Neuaufbau, von in Gang bringen und so weiter.
Aber auch da haben wir uns nach einiger Zeit angewöhnt, so in der Denke, och, wir haben ja die großen amerikanischen Freunde, die eine schützende Hand über uns halten. Und bei uns geht es eigentlich von Jahr zu Jahr immer besser, immer weiter voran, von selber. Wir sind eigentlich nicht Teil der Probleme, der politischen Probleme, der sozialen Probleme, der klimatischen Probleme in der Welt. Wir haben geschützt vor uns hin. Und da ist es richtig, ich nehme mich übrigens gar nicht aus, ich war auch Teil dieser Mentalität, da sind tatsächlich damals junge Leute aufgebrochen und haben gesagt, holla, so kann eine Gemeinschaft die Dauer nicht existieren. Das ist schon richtig, das hat nichts mit der Extremen von der RAF und ich weiß nicht was zu tun, aber der Aufbruch ist schon von einer jungen Generation gekommen, die gesagt hat, Moment mal, erstens mal lassen wir uns nicht von der älteren Generation alles vorgeben, aber viel mehr und viel wichtiger als das, es gibt Probleme, die man anpacken muss, die gelöst werden müssen. Das war schon damals auch ein Aufbruch, der neu war. Aber ich habe den Eindruck, Sie wollen auch mitteilen, man darf nicht nachlassen, die Demokratie weiterzuentwickeln und zu verteidigen. Genau ist der Punkt, der mir am Herzen liegt. Demokratie lebt davon, dass ständig eingemischt wird, dass Menschen auch hinstehen, Opfer dafür bringen, auch ihre Zeit opfern, auch den Mut haben, sich öffentlich beschimpfen zu lassen. Das geschieht heute in den Medien ganz besonders schnell. Auch ein sorgenvolles Thema. Aber davon lebt Demokratie. Demokratie, die einfach sagt, lass die doch da oben machen, was sie wollen. Wir können es sowieso nicht ändern. Diese Demokratie ist auf die Dauer zum Untergang fallen. Das heißt, Zivilgesellschaft im positiven, im aktiven Sinne ist ein Bestandteil jeder lebendigen Demokratie. Nun könnten Sie sagen, mit 88, was mische ich mich noch ein, was rege ich mich noch auf? Jetzt bin ich froh, dass ich bleib dabei, nochmal gesprochen, das hält doch lebendig, was wollen Sie denn? Also. Ja, was würden Sie sagen, welche Einflüsse haben Sie geprägt in Ihrem Denken? Wenn ich das versuche auf den Punkt zu bringen und mal das Private beiseite lasse, das erlauben Sie mir, ja? Es gibt so private Dinge, die haben mich schon geprägt, aber das lassen wir mal beiseite, gut. Darum geht es ja nicht. Nein, natürlich entscheidend geprägt das Erlebnis des Ausbruchs der Nazizeit und der Konsequenzen, die sich damit verbunden haben. Mit dem Vorteil, dass wir das in der Türkei erlebt haben, in einem friedlichen Land während der Nazizeit, aber doch intensiv miterlebt, was das bedeutet, welche Gefährdung das bedeutet hat. Das ist das eine. Und das andere ist das Erleben in der ersten Nachkriegszeit in Berlin, der Freiheitskampf Berlins. Der Freiheitskampf Berlins, der für meine feste Überzeugung der Ursprung der Begründung der Wiedergeburt der demokratischen Überzeugung in Deutschland gewesen ist. Das hat mich geprägt, was es bedeutete, hinzustehen, wohl wissend, dass es eine damals äußere Gefahr gibt, die lebensbedrohend war und trotzdem eine ganze Bevölkerung hingestanden ist und gesagt, ja, wir stehen für Freiheit und demokratische Werte. Das hat mich geprägt und das wird mich auch bis zu meinem letzten Tag nicht loslassen. Nun haben Sie sich einen Gast gewünscht und damit springen wir wieder in die Aktualität, der sich gegen den Mainstream seiner Partei in der Flüchtlingsfrage lautstark gewandt hat. Wie gefällt Ihnen das? Naja, wissen Sie, ich habe schon seinen Vater kennengelernt und ich auch. Ehrlich gesagt auch den Vater immer hoch geschätzt. Ich bin zögerlich mit dem Wort bewundern, weil ich bewundere nicht so gerne Leute, aber hoch geschätzt und immer so verstanden, dass das eben einer ist, der seine Meinung sagt, der hinsteht und kämpft. Und siehe da, manchmal werden Gene offensichtlich vererbt. Und da macht es mir einfach nicht nur Spaß, sondern ich verfolge das mit Achtung und Respekt, dass da jemand ist, der auf der einen Seite handfeste Arbeit jeden Tag leistet,
sich um seine Kommune, seine Gemeinde kümmert. Und das nicht in abstrakten, wohlklingenden Worten, sondern der auf die Straße geht, sich um Einzelheiten kümmert und Bescheid weiß. Das ist eine für meine Begriffe unverzichtbare Eigenheit eines erfolgreichen Politikers und der auf der anderen Seite, auf dieser Basis, trotzdem den Mumm hat zu sagen, ich sehe das anders, ich will meine das und das und jenes, ich habe eine Position, er hat es ja eben gerade schon gesagt, das ist der Grund, ganz einfach. Ich wünsche ihm jedenfalls alles Gute für seine weitere Zukunft. Ob sie in seiner Partei auch so geschätzt ist, das weiß ich nicht, muss er selber sehen. Wir schaffen das nicht. Das ist ein Satz, den Sie sich öfters wieder mal zurückgespielt anhören mussten. Was war das jetzt, mutig oder nur ein bisschen Aufmerksamkeit heischend? Ich glaube, weder noch. Ich habe einfach mal als Mathematiker, der ich bin, eine einfache Rechnung angestellt. Und die finde ich, die muss man erstmal widerlegen und dann kann man sagen, was daran falsch ist. Ansonsten ist sie erstmal, finde ich, von den Zahlen her nicht gut zu bestreiten. Es gab vor 4 Wochen eine Situation, in der bekannt wurde, dass nach der Entscheidung von Angela Merkel das Dublin-Abkommen, also die Rückführung von Flüchtlingen in sichere Drittstaaten auszusetzen, 40 Tage lang jeden Tag 10.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Diese Meldung wurde über den Spiegel verbreitet und ich habe diese Meldung, wie man das so macht, auf Facebook verlinkt und habe dann vorgerechnet, wenn das so weiterginge, jeden Tag 10.000, dann wären das in einem Jahr 3,65 Millionen. Und dazu habe ich gesagt, es tut mir leid, wenn das so dauerhaft geht, dann schaffen wir das nicht. Und wenn der Bundesvizekanzler sagt, mehr als 1 Million pro Jahr schaffen wir nicht, dann ist das eine Aussage, die dadurch voll gedeckt ist. 3,65 Millionen sind einfach mehr als 1 Million. Und mehr als das habe ich nicht geschrieben. Die Überschrift war, wir schaffen das nicht, der Kontext wurde gestrichen und ab da war ich derjenige, der für die Öffentlichkeit es gewagt hat, der Bundeskanzlerin zu widersprechen. Jetzt finde ich ja, das sollte in der Demokratie erlaubt sein. Also man darf ja auch mal was anderes sagen. Man darf ja auch mal was anderes sagen. Die meisten Ihrer Parteifreunde waren natürlich der Bundeskanzlerin näher als Sie. Das ist jetzt, wenn ich das sagen darf, Herr Moderator, der Teil der Debatte, der mich A nicht interessiert und B nur nervt. Ja? Hier geht es wirklich nicht darum, was meine Partei gerade mit mir ausmacht, halte ich für völlig nebensächlich, das ist für diese Flüchtlingsbewegung so wichtig, wie ein Zerreiß in China umfällt. Hier geht es darum, dass ein Oberbürgermeister vor Ort sagt, wenn die Bundes- und die Landesregierungen ihre Politik nicht ändern, können wir vor Ort das Problem nicht mehr lösen. Das ist eine völlig andere Diskussion. Ich habe mich auch nie an meine Partei gewandt. Und dass sich Leute da immer drauf stürzen und sagen, was heißt das jetzt parteipolitisch, ist, finde ich, bei der Bedeutung dieses Themas einfach völlig unangemessen. Was hat denn das jetzt gerade für eine Bedeutung? Darum geht es doch überhaupt nicht. Und von meiner Partei verlange ich, dass die, also wenn ich mir angucke, wie die in den 80er Jahren sich gegründet haben, ich weiß nicht, was Edzard Reuter damals über die dachte, das würde mich auch interessieren, so ein Chaotenhaufen da. Also bei dem, was die alles schon an Streitereien auf Parteitagen hinter sich gebracht haben, der Kretschmann wurde mal von der Bühne gejagt, von einer Frauenputztruppe als Oberpatriarchat und man hat den Parteiausschluss angedroht, weil er für Müllverbrennung war. Also bei der Geschichte dieser Partei wird sie ja wohl auch noch aushalten. Ein munterer Verein. Ja, wird sie ja wohl auch noch aushalten, wenn der Oberbürgermeister mal was anders sieht als die Mehrheit der Partei. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Worum es mir geht, ist doch was ganz anderes. Wir müssen dahin kommen, dass wir mit den Menschen, die diese Aufgabe ja leisten sollen, und das ist bei allem Respekt nicht die Bundeskanzlerin, ja, sondern es sind Hunderttausende von Leuten vor Ort. Wir müssen dahin kommen, dass wir denen erstens mal sagen, was ist die Aufgabe? Das weiß ich nämlich bis heute nicht, weil die Politik sich davor drückt. Was sind die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden? Da kriege ich auch nur ausweichende Antworten, jedenfalls nicht das, was ich brauche. Und was ist das Ziel und mit welchen Mitteln erreichen wir das? Und dann kann man sich angucken, ist das Ziel mit den Ressourcen über Einklang zu bringen oder nicht? Und erst dann weiß ich, ob wir es schaffen. Das alles wird uns verweigert. Und statt über solche konkreten Sachen zu reden, über Konsequenzen und Ergebnisse und Handlungen, redet man immer nur über Prinzipien und Grundsätze. Jetzt sind die wichtig in der Politik. Aber ich habe mit dem Grundsatz, dass Asylrecht gilt unbeschränkt, keine einzige Unterbringung für einen Flüchtling in der Hand. Das nützt mir erstmal nichts. Und deswegen würde ich gerne, und das ist eigentlich mein einziger Impuls in dieser Diskussion, ich würde davon wegkommen, dass jeder, der sagt, ich habe ein Problem, sofort beschimpft wird, er würde das Grundgesetz missachten. Und ich würde gern darüber reden, dass wenn ich sage, ich habe ein Problem, jemand anders verpflichtet ist, mir einen Lösungsvorschlag zu bringen und sich nicht dahinter zu verstecken,
dass er weiterhin die Menschlichkeit, die Humanität gegen mich verteidigt. Ich will auch menschlich und human sein, aber ich will wissen, wie es geht. Um mehr geht es mir nicht und mit der Partei hat es wirklich nur am Rande zu tun. Offenbar ist die Vertretung einer eigenen Meinung in diesem Bereich, zumindest im Kontext der Grünen, ein Sakrileg. Teilen Sie inhaltlich seine Position? Ich teile diese Position vorbehaltlos, absolut. Das Problem sehe ich nur noch ein bisschen anders. Wir diskutieren ja über dieses Thema Flüchtlinge, Unterbringung, was machen wir mit den Flüchtlingen, was geschieht mit denen, auf mindestens drei verschiedenen Ebenen. Das eine ist die Ebene, von der Herr Palmer hier redet, nämlich der Ebene, wo man unmittelbar in der Verantwortung steht, mit dem Problem fertig zu werden. Dann kommt als nächstes die Landesebene und schließlich die hohe politische Ebene. Auch die haben natürlich Verantwortung für dieses ganze Thema. Und nicht zuletzt ist das natürlich auf der höchsten Ebene der Bundesregierung der Fall. Die müssen auch die Probleme generell lösen, in Europa lösen, die Finanzierungsfragen lösen, die Ströme der Verantwortung, die Zuordnung von Ämtern und, sind ja alles verdammt schwierige Probleme. Und die geben sich natürlich auch die richtige Mühe. Nur manchmal ist das eben leider nicht deckungsgleich. Schon gar nicht im zeitlichen Ablauf. Es ist eine wunderbare Sache zu sagen, wir müssen den Zustrom der Flüchtlinge, um es mal das Einfachste zu sagen, wir müssen den Zustrom der Flüchtlinge generell beschränken oder einschränken, dann gucken Sie mal, was jetzt passiert. Man muss mit Herrn Erdogan verhandeln und den Herrn Erdogan plötzlich wieder auffordern oder das nächste Kapitel in den Beitrittsverhandlungen für die Europäische Union wieder eröffnen, mit Herrn Erdogan darüber reden. Das ist eine politische Aufgabe, da kann der Oberbürgermeister von Tübingen nichts dran ändern. Das ist aber auch eben eine verdammt schwierige tägliche Verantwortung, bis hin zu der Frage, was wird eigentlich, wie kommt man mit Herrn Assad zurecht? Oder früher hieß es immer nur mit Herrn Putin. Jetzt muss man mit Herrn, nicht nur mit Herrn Putin, sondern mit Herrn Assad. Also all diese Dinge gehen ja kreuz und quer durcheinander und sind eben Gegenstand, und ich sage das durchaus mit Respekt, aber sind Gegenstand von täglichen Äußerungen in den Medien, die ohnehin immer alles besser wissen, grundsätzlich, weil sie was schreiben können, was im nächsten Tag keinen Menschen mehr interessiert. Das ist natürlich ein Problem, da sind Menschen in politischer Verantwortung mitten in dieser Problematik drin. Das ist kein einfaches Geschäft und dafür sollten wir, finde ich, nicht nur Respekt haben, sondern mehr von uns sollten eigentlich den Mumm haben, sich auch für solche Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Mhm. Bei allem Respekt vor denjenigen, die in der Tagesarbeit Kirchen oder Flüchtlingshelfer oder was auch immer sich täglich um dieses Problem kümmern. Nun haben Sie gesagt, was wir nicht schaffen. Wie könnten wir es denn schaffen, mit der jetzigen Situation umzugehen? Also ich glaube, dass man das nur über einen Diskurs beantworten kann. Ich kann die Antwort jetzt nicht vorgeben, weil dafür müsste ich wissen, was alle anderen über das Thema denken und dafür müssten wir es mal besprechbar machen. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn wir uns darauf verständigen, dass wir ohne jede Schranke, und das ist im Moment die Aussage der Bundeskanzlerin, ohne jede Schranke diejenigen, die bei uns Schutz suchen, aufnehmen, dann müssen wir davon ausgehen, dass das in nächster Zeit viele Millionen sind. Die EU prognostiziert allein bis Ende nächsten Jahres 3 Millionen. Und wir wissen mittlerweile, dass die anderen EU-Staaten davon nur einen ganz kleinen Bruchteil aufnehmen werden. Das heißt, die Aufgabe liegt dann bei uns und da müssen wir drüber reden. Und da möchte ich einfach mal eine Prognose sehen und da möchte ich Zahlen sehen, und dann haben wir das diskutieren können. Was kostet das in Euro? Das ist noch das kleinste Problem. Geld kann man ja zur Not drucken. Haben wir ja gesehen. Das ist nichts Neues. Banken konnten wir retten, da kann man auch Menschen retten. Ich habe damit kein Problem, aber ich will wissen, was der Betrag ist, über den wir reden und was davon die Stadt Tübingen zahlen muss. Dann will ich wissen, ist die Aufgabe Lebensrettung? Dann ist es völlig in Ordnung, dass wir Menschen auch über längere Zeit in Zelten und Hallen unterbringen und ihnen das Leben retten und sie sicher besser versorgen, als wenn sie in der Türkei bleiben oder im Libanon. Keine Frage. Ist aber was völlig anderes, als wenn mir als Kommune jetzt die Aufgabe gestellt wird, in dieser Dimension, in kürzester Zeit, Menschen zu integrieren.
dann brauche ich ganz andere Ressourcen. Da brauche ich Kindertagesstätten, Schulen, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, vor allem Wohnraum, das habe ich alles nicht. Und es müsste aus dem Boden gestampft werden in der Zeit, die so viel an Regelungen, und zwar von Ihnen allen gewünschte und verteidigte Regelungen produziert hat, dass wir halt nicht wie nach dem Krieg schwind die Flüchtlingssiedlung hochziehen können. Ich glaube, da wissen Sie mehr drüber als ich. Das ging ja damals. Aber da gab es auch keine Umweltverträglichkeitsprüfungen, keine Hochwasserschutzgesetze, keine Brandschutz, keine Erdbebengutachten, keine Statiker. Und was es sonst heute alles noch für Dinge zu bedenken gibt, bis irgendwo mal ein Haus gebaut wird. Das heißt also, wenn die Aufgabe nicht ist Unterbringung und Lebenssicherung, da können wir meiner Meinung nach auch 10 Millionen in Deutschland gut schaffen, sondern Integration in unsere Gesellschaft mit dem Anspruch, dass die vollständig Mitglieder werden in jeder Hinsicht. Dann ist nach meiner Auffassung erstens eine Diskussion über die Ressourcen und die Konsequenzen erforderlich, weil da müssen wir alle verdammt viel von dem, was wir gewohnt sind, abgeben, sonst geht es nicht. Und darüber wird gar nicht gesprochen. Das findet einfach nicht statt, was das alles bedeutet. Und wenn wir uns dann verständigen, dass wir es machen, dann müssen wir uns auch klar sein, dass das uns die nächsten Jahre bindet und anderes dann eben nicht stattfindet. Das alles muss besprochen sein. Und ich würde gern wissen, welchen von den beiden Wegen gehen wir bei dieser immensen Zahl von Menschen, die zu uns kommen. Man kann auch einen Zwischenweg gehen und sagen, wer sich von selbst so im Arbeitsmarkt qualifiziert, dass wir ihn zum Beispiel, um die Renten zu bezahlen, gut gebrauchen können, bekommt automatisch ein Bleiberecht. Sozusagen aus dem Flüchtlingsstatus in die Gesellschaft über Arbeit, Anstrengung, so würden es wahrscheinlich die USA machen und sagen, wenn das gelingt, dann bleib gerne. Und wer es nicht schafft, hat weiterhin Flüchtlingsstatus und wir werden leider nur vorübergehend Unterkunft gewähren können und dann ist die Rückkehr wieder notwendig. Das ist aber alles erstmal zu diskutieren und zu besprechen und dann kann man den Weg beschreiben. Im Moment machen wir wirklich Blindflug. Wir tun so, als könnten wir unbegrenzt viele vollständig integrieren, ohne dabei auf irgendwas zu verzichten. Und das halte ich für falsch und für hochgefährlich, weil das kommt unvermeidlich früher oder später zur Ernüchterung auf beiden Seiten. Die Flüchtlinge merken, was sie sich erhofft haben, kriegen sie nicht. Und wir merken, was wir uns vorgenommen haben, schaffen wir so nicht. Und dann sehe ich große gesellschaftliche Probleme auf uns zukommen. Und deswegen bin ich da auch so unnachgiebig und höre nicht auf, über diese Themen zu sprechen, weil ich finde, dass wir uns da wirklich an unserer Gesellschaft, am Staatsaufbau, in Europa, an den Flüchtlingen versündigen, wenn wir die Augen zumachen und es einfach auf uns zukommen lassen. Es gibt eine große Angst, die sich mit diesem Thema verbindet. Das ist ein Ruck nach rechts aus Ängsten in der Bevölkerung. Ja, genau, das wäre auch etwas, worauf ich nur in dem Zusammenhang aufmerksam machen möchte. Alles das, was Herr Palmer eben geschildert hat, ist ja unwiderleglich richtig und ist die praktische Herausforderung, vor der wir stehen. Ich warne nur davor, den Versuch zu machen, zu sagen, wir haben jetzt die Aufgabe, irgendeine Zahl zu nennen und bei der ist Schluss. Das darf nicht geschehen und das ist natürlich teilweise in sich herein interpretiert worden. Aber wirklich nicht gemeint. Ja, ich weiß. Aber wir müssen da in der Tat vorsichtig sein, denn das geht sofort in dieses Thema, was Sie eben anschneiden. Ich sag mal, Sie sagen rechtsradikal. Für mich ist das identisch mit AfD im Augenblick. Das ist rechtsradikal, was dort vertreten wird. Und dort ist natürlich die an den dortigen Stammtischen oder Versammlungen, auch Pegida oder was auch immer, wenn Sie das nehmen, ist natürlich die Einstellung grundsätzlich Schluss jetzt damit und schick mal die ganzen Faulpelze wieder nach Hause. Dieses darf nicht passieren und darüber müssen wir aufpassen, bei jeder Äußerung, die wir öffentlich tun, darauf zu achten, dass das nicht falsch interpretiert werden darf. Das führt dann, wenn man sich das Ganze näher anguckt, in so komplizierte Geschichten rein, wie sekundäre Flüchtlinge oder Nachholrecht von Familien, wie viel sind das wirklich? Und wenn man genau hinguckt, sind das einen Bruchteil der wirklichen Kopfzahlen, die da genannt werden. All diese Dinge sind äußerst kompliziert und dürfen nicht mit einfachen Worten abgetan werden. Wenn man sich die Mühe macht, die Mühen der Ebene, der Wüste zu beschreiben, wie Herr Palmer das tut, dann ist das völlig in Ordnung. Da muss auch darauf aufmerksam gemacht werden. Aber ich wiederhole nochmal,
Es kann nicht auf der anderen Seite, das ist nun mal so, kann man nicht drehen und wenden, wie man will, ist nicht zu ändern. Wenn Sie in der hohen Politik vor der Aufgabe stehen, wirklich von oben herab das anzusehen, können Sie sich nicht darauf beschränken, dieses zu schildern. Das muss der Freiraum der örtlichen Verantwortung sein. Die muss dann allerdings auch anerkannt werden in der hohen Politik, dass es die gibt. Und das ist, glaube ich, das, was über eine ganze Wegstrecke hinweg bei uns versäumt worden ist, dass wir sozusagen aneinander vorbeigeredet haben. Wir haben die hohen Grundsätze gehabt. Ich wiederhole, ich gehöre zu denjenigen, die ausnahmsweise in dieser Sache die Bundeskanzlerin respektieren, ja sogar bewundern. Aber es ist versäumt worden, bei all diesen Dingen auf die Notwendigkeiten, die Mühen der Ebene. Ich finde, Sie hatten recht, niemand zu bewundern. Wie? Sie hatten recht, als Sie vor einer halben Stunde gesagt haben, man sollte niemand bewundern. Und jetzt bewundern Sie ausgerechnet die Kanzlerin. Also ich bitte, verehrter Herr Palmer, ich bitte sehr um Entschuldigung, dass mir jetzt dieses Wort rausgerutscht ist. Sie können versichert sein, dass ich niemanden bewundere, auch die Bundeskanzlerin. Ich sage nur Respekt. Mir rutscht noch mal das Wort eingemischt heraus. Ja. Und möchte mal ganz ketzerisch fragen, man könnte ja auch sagen, auch Pegida ist eine Form von Einmischung. Natürlich ist das eine Einmischung, selbstverständlich. Statthaft? Bloß es ist eine Einmischung, die wir nicht hinnehmen dürfen. Der dürfen wir uns nicht hingeben. Wir müssen dagegen argumentieren, dagegen halten. Natürlich ist das eine Einmischung, selbstverständlich. Nur solange es eine Einmischung ist, die dann darauf zielt, unsere demokratische Grundordnung in Frage zu stellen, Sie kennen das alle, auch nicht von der Lügenpresse, von dem Galgen, die da vorgeführt werden und. Das dürfen wir nicht hinnehmen, das ist klar. Aber die Meinung, wir haben zu viele Flüchtlinge, das ist eine Meinung, ist eine Einmischung, mit der müssen wir uns auseinandersetzen, selbstverständlich. Sind Sie denn persönlich auch in den aktuellen Meinungsbildungsprozess in der Flüchtlingsfrage involviert? Ich habe, um Gottes Willen, das wäre ja nur noch schlimmer, wenn 88-Jährige in den Meinungsprozess involviert werden. Nee, ich sage aber meine Meinung, wenn Sie erlauben. Wie wird die jetzige Situation ausgehen? Es werden jetzt im Augenblick, gibt es Kräfte, die stellen schon einen Zusammenhang her zwischen dem Terror und der Flüchtlingswelle. Also sozusagen mit den Flüchtlingen schwappt der Terror auch viel stärker in unser Land. Was wäre Ihre Antwort darauf? Also meine Antwort wäre, in die eine und die andere Richtung diese Terroropfer nicht zu instrumentalisieren. Weder so rum noch so rum, sondern das steht für sich. Und die Flüchtlingsdebatte ist davon völlig getrennt. Stimmt ja anscheinend, dass da einer von denen als Flüchtling getarnt eingereist ist, aber glaubt jetzt irgendjemand, dass die keinen anderen Weg gefunden hätten? Also das ist einfach kein statthaftes Argument. Ich würde es getrennt voneinander lassen. Die Frage, wie es ausgeht, kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Das überfordert jetzt die Möglichkeiten eines kleinen Oberbürgermeisters, eine so weltpolitische Frage zu prognostizieren. Ich kann Ihnen aber sagen, was ich mir erhoffe und erwarte, nämlich, dass wir uns in dieser Frage emanzipieren von dieser Schwarz-Weiß-Diskussion, dass es nicht nur Gut und Böse gibt. Ich treffe nämlich viel mehr Menschen, die sagen, mich selber beschäftigt es. Ich finde, das ist schwierig, das ist ein Dilemma. Ich treffe sogar Menschen, denen ich keinerlei rechtsradikalen Hintergrund unterstellen würde und die sagen, ich habe Sorgen, ob wir uns nicht übernehmen, ob es nicht doch zu viele Flüchtlinge sind. Und wenn man dann feststellt, die Schweden, die flüchtlingsfreundlichste Gesellschaft in ganz Europa sind, haben diesen Punkt jetzt überschritten, und sagen, Flüchtlinge, bleibt bitte in Deutschland. Gerade war ich ein Wochenende in Großbritannien, die haben sage und schreibe Aufnahmebereitschaft für 30.000 Flüchtlinge bekundet. 30.000, das kommt bei uns in 3 Tagen zurzeit an. Die Franzosen, ich habe dort mit einer Korrespondentin eines großen Blattes mal länger diskutiert, die sagt mir, würden wir solche Flüchtlingszahlen zulassen, dann wäre Le Pen die nächste Präsidentin. Also wir sind doch in einem Europa, das wir, wie ich finde, auch überfordern, wenn wir verlangen, dass sie unseren Maßstab an Humanität übernehmen sollen. Das ist nämlich die Diskussion, die deutsche Politik immer wieder führt. Die anderen müssen mit uns solidarisch sein. Müssen die das wirklich, Herr Reuter? So solidarisch, wie wir mit den Südeuropäern gewesen sind in der Finanzkrise? So solidarisch, wie wir mit Italien gewesen sind, als die Kanzlerin, die von Ihnen hochverehrte, gesagt hat,
Italien ist gefordert, aber nicht überfordert. Erinnern Sie sich an Lampedusa? Das war Merkels einziger Kommentar. Sie hat dieses Thema bis zum Sommer völlig ignoriert. Hätte die Bundeskanzlerin vor einem Jahr Deutschland vorbereitet auf das, was absehbar war? Ich habe den Herrn Schmidt, der das Bundesamt geleitet hat, mal kennengelernt. Er hat mir im Januar ziemlich genau das erzählt, wo wir jetzt sind. Ergebnis, der ist abgesät, die Kanzlerin ist noch da, es wurde nichts gemacht, die Stellen wurden nicht geschaffen, die Leute wurden nicht eingestellt und heute wissen wir nicht, wie wir mit dem Problem umgehen sollen. Also ich finde, eins müssen wir schon erreichen, dass wir diese Dimension dieses Problems jetzt wirklich bearbeiten, dass wir die europäische Dimension sehen und dass wir nicht meinen, am deutschen Wesen sollte jetzt dieses Mal Europa genesen, sondern dass wir uns ernsthaft mit dem auseinandersetzen, was unsere europäischen Partnerländer erreichen können. Denn was ich nicht will, und ich finde, das ist eine Meinungsäußerung, die nicht im Pegida-Bereich ist, was ich nicht will, ist, dass wir tatsächlich Hörkollegen im Bundestag, die sagen, dann muss man eben zur Not auch riskieren, dass Europa zerbricht, wenn die anderen jetzt bei den Flüchtlingen nicht die Humanität zeigen, die wir von ihnen erwarten. Und da sage ich, das ist für mich der Punkt, wo ich nicht mehr mitgehe. Ich bin nicht bereit, das europäische Einigungswerk, das Ihre Generation geleistet hat, in der Frage zerbrechen zu lassen. Dann müssen wir uns darauf verständigen, dass wir Deutsche diese Aufgabe selber stemmen wollen, unser gutes Recht, aber wir können nicht den anderen aufzwingen, sie so zu stemmen, wie wir es möchten. Das ist das Thema, das mich gerade für die nächste Zeit beschäftigt. Vielen Dank. Wir verlassen mal das Thema, denn in dem Buch werden auch andere Themen aus unserer doch eher kleineren Stuttgarter Welt beleuchtet. Ein Thema, von dem man eigentlich sagt, im Grunde genommen ist es doch ausdiskutiert, Stuttgart 21. Warum haben Sie sich noch einmal in einem relativ größeren Kapitel dieses Werkes mit diesem Thema befasst? Das hängt mit dem zusammen, was ich vorhin versucht habe zu erläutern. Meine Sorge, dass wir Gefahr laufen, dass die Menschen nicht mehr akzeptieren, was in der Politik, in der großen Politik entschieden wird. Dass sie das Gefühl haben, die da oben machen schon, was sie wollen und wir werden sowieso eigentlich im Grunde genommen nicht gefragt. Das ist eigentlich das Thema, was mich im Zusammenhang mit Stuttgart 21 interessiert, nämlich ganz einfach auf dem Hintergrund, wie hat das angefangen? Ich selber gestehe Ihnen, als mein damaliger Kollege und heutiger Freund Heinz Dürr, mir damals war er Bahnchef, das erste Mal diese Projektüberlegungen gezeigt hat, was überhaupt mit den innerstädtischen großen Bahnhöfen geschehen soll, in Frankfurt, in München, in Stuttgart, habe ich das durchaus einleuchtend empfunden. Da ist das weitergegangen und dann sind plötzlich Zahlen auf den Tisch gekommen, die ganz eindeutig erstunken und erlogen waren. Ich sage das jetzt mal ohne Punkt und Komma. Und mit Hilfe dieses Instrumentariums ist das Projekt dann mit Brecheisen zum Schluss durchgesetzt worden, weil man meinte, auch da wieder Ihre Freundin, die Bundeskanzlerin zu zitieren, die hierher gekommen ist und hier in der Öffentlichkeit erklärt hat, wenn wir Stuttgart 21 nicht realisieren, verliert Deutschland seine Glaubwürdigkeit in Europa. Also Punkt wird gemacht. Schon mit falschen Zahlen, auf der Basis falscher Zahlen. Dann ist die Sache weitergegangen, nach der Volksabstimmung, die auch schon auf der Basis falscher Zahlen hier stattgefunden hat. Dann ist das Ganze weitergegangen, als das neue Kostenvolumen, Aufwandsvolumen wirklich klar war, einigermaßen, in einer Aufsichtsratssitzung der Bahn. In dieser Aufsichtsratssitzung, das ist inzwischen allgemein bekannt und nicht mehr bestritten, saßen zwei Vertreter der Bundesregierung, Staatssekretäre, die wollten dagegen stimmen, weil es genau das Kostenvolumen war, das die Bahn vorher einmal als wirtschaftlich untragbar erklärt hatte. Da sollte der Aufsichtsrat diesem neuen Kostenvolumen zustimmen. Die beiden Staatssekretäre wollten eigentlich auch dagegen stimmen. Die kriegten eine Weisung von oben, ihr müsst zustimmen. So ist die Bahn schließlich mit einem Ja in dieses Projekt hereingegangen. Und ich, weil Sie das schon aufwerfen, ich habe das deswegen jetzt nochmal erwähnt, weil das der Grund meiner Sorge ist. Das weiß inzwischen die gesamte Öffentlichkeit
Und es ist etwas, was dazu führt, dass die allgemeine breite Öffentlichkeit, Sie, ich, wir alle, einfach nicht mehr glauben, was uns oben erzählt wird. Das ist das ganze Thema der Glaubwürdigkeit und das zehrt an die Wurzeln unseres demokratischen Systems. Darum geht es mir, nicht um in Sachen Stuttgart 21 Recht zu behalten. Recht behalte werde ich sowieso, wenn sich herausstellt, was auf diesem frei werdenden Bahngelände für eine wunderbare Investoren-neue Stadt gebaut wird. Das kommt Boris noch später. Palmer. Boris Palmer, Sie hatten ja auch randlich mit diesem Projekt zu tun. Ein Lehrstück auch, was die Bürger betrifft, die vielleicht auch ein wenig zu lange geschlafen haben, die angeblich wachen Demokraten. Also den Ball immer an die Bürger zurückzuspielen, ich glaube nicht, dass das wirklich zutrifft. Wenn man sich mal anguckt, ich weiß nicht, war das 2007, dass da 95.000 Unterschriften eingereicht wurden? Das war frühzeitig genug. Hätte man den Bürgerentscheid damals zugelassen, dann wäre entweder die demokratische Legitimation für das Projekt entstanden, es auch zu hohen Kosten zu realisieren in der Stadt selber, oder was ich für wahrscheinlicher halte, das Projekt wäre damals gestoppt worden. Ich finde nicht, dass es da an der Einmischung der Bürger gefehlt hat. Übrigens finde ich auch ein schönes Beispiel, warum ich nicht zustimmen kann, dass wir da immer weiteren Rückgang an Einmischung hätten. Also gerade was hier los gewesen ist, da kam ja die New York Times und hat gefragt, was ist eigentlich in Deutschland los, dass 100.000 Leute auf die Straße gehen wegen dem simplen Bahnhof. In New York hat man einige Bahnhöfe abgerissen, das hat niemand groß interessiert. Also ich finde, das ist eher ein Vorbild gewesen, wie die Bürgerschaft sich hier eingemischt hat. Dass es am Ende zum falschen Ergebnis gekommen ist aus unserer beider Sicht und dass die Zahlen gefälscht waren, das kann man jetzt einfach mal so festhalten. Ich bin halt da auch wieder, wie bei der Flüchtlingsfrage, bei Erwin Teufel, der immer im Landtag, damals hat mich es geärgert, heute zitiere ich es gern, immer gesagt hat zu uns Grünen in der Opposition, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und das ist ein ganz guter Grundsatz, weil wenn man auf falschen Annahmen Schlüsse zieht, sind die immer falsch. Ex falso quod libet, weiß auch der Mathematiker. Und an der Stelle muss ich jetzt halt einfach sagen, ich bin da immer wieder angegangen, wieso sind Sie nicht mehr gegen den Bahnhof und Sie müssen doch kämpfen und so weiter. Da muss ich Ihnen halt leider sagen, jetzt kriege ich bei einigen Buhrufe, die Katze ist halt der Boom Nuff. Sie ist zwar 6 Milliarden teuer, die Katze, aber sie ist der Boom Nuff. Das wird sich nicht mehr aufhalten lassen. Der Fehler ist jetzt halt gemacht. Was ist die Lehre für künftige Fälle dieser Art? Da ist schon einiges an Lehren gezogen worden. Also ich sage mal ein konkretes Beispiel. Bürgerbeteiligung findet heute in Planungsprozessen früher, konkreter und mit den Bürgern sachbezogener statt als damals. Es gibt 98 eine ganz wunderbare Szene. Mein Vater war mit dabei, habe es mir mal anguckt, kann man noch im Internet angucken, wie die sogenannte Bürgerbeteiligung damals in Stuttgart stattgefunden hat. Das heißt, man lädt 200 Leute in den Saal ein, bestellt einen Moderator und der sagt den Leuten am Anfang, über die Frage, ob das gemacht wird, haben sie ohnehin nicht mitzubestimmen. Wir können uns jetzt noch über die Farbanstriche von den Bahnhofshallen unterhalten. Ja, so gelingt Bürgerbeteiligung natürlich nicht. Das ist Alibi-Beteiligung. Und das kann man sich heute, glaube ich, nicht mehr erlauben. Heute wird sehr viel grundsätzlicher und offener, zielorientierter mit den Bürgern orientiert in den meisten Städten und Gemeinden. Und ganz konkret, gerade hat der Landtag ein Gesetz verabschiedet, dass das, was Schuster 2007 gemacht hat, verhindern würde. Was meine ich? Schuster hat damals diese Unterschriften nicht entgegengenommen. Das finde ich ja als Drückebergerei. Das darf man ja schon mal gar nicht machen. Als Oberbürgermeister einfach 95.000 Unterschriften ausweichen und sagen, was interessiert mich das? Aber nicht nur das. Er hat den kleinen Zeitraum zwischen der Einreichung dieser Unterschriften und dem eigentlich erforderlichen Bürgerbegehren genutzt, um die Verträge zu unterschreiben. Da ist er extra schnell auf die Reizenstein hochgefahren, die dann vor Gericht dazu gedient haben, die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens zu begründen. Das war jetzt ein komplizierter Satz. Heißt aber, hätte der Schuster nicht eigens noch schnell Verträge unterschrieben, wäre das Bürgerbegehren zulässig gewesen. Und es hätte heute wahrscheinlich keine Stuttgart 21-Diskussion mehr nötig, weil es wäre damals beendet worden. So, was ist jetzt die Konsequenz? Tatsächlich hat der Landtag jetzt ein Gesetz verabschiedet, in dem eine sogenannte Hemmwirkung drinsteht. Das heißt, in dem Moment, wo das Bürgerbegehren begonnen ist, darf die Kommune nichts mehr tun, das das Erreichen des Bürgerbegehrens verhindert. Mit anderen Worten, die Unterschrift von Schuster wäre zu diesem Zeitpunkt ungültig gewesen und das Bürgerbegehren hätte stattgefunden. Das ist eine konkrete Fortentwicklung unseres Rechtsstaates und
der Gesetze, die Bürgerbeteiligung ermöglichen sollen, in die richtige Richtung. Auch die Absenkung der Quoren, vielleicht war sie zu wenig, aber dass Bürgerbeteiligung ausgebaut wird in unserem Land, ist etwas, wo ich finde, dass diese Bürgerbewegung schon stolz sagen kann, wir haben in der Republik etwas verbessert und etwas erreicht. Nicht beim Bahnhof, aber bei der Demokratie. Das ist ein Thema, mit dem Sie sich in Ihrem Buch auch sehr auseinandersetzen. Das Thema direkte Demokratie, ein Anliegen insbesondere auch der Grünen aus den Lehren solcher Projekte. Liegt darin die Lösung, mehr direkte Demokratie? Die Frage so rumgestellt heißt nein. Es gibt ganz zweifellos einen Haufen von Themen, die durch direkte Bürgerbeteiligung behandelt werden können. Direkte Bürgerbeteiligung setzt nämlich voraus, dass zunächst einmal eine sachliche Auseinandersetzung mit Sachinformationen über die kontroversen Themen, die da anstehen, geführt werden kann. Und der normale Bürger, die normale Bürgerin auch in der Lage ist, dann abzuwägen, was zur Diskussion steht. Ich nehme mal ein beliebiges Beispiel dafür, die Abstimmung, ob man sich bewerben soll für die Olympischen Winterspiele in Garmisch und München. Das ist ein Thema gewesen, das ist lange diskutiert worden, sachlich diskutiert worden, dann ist abgestimmt worden und die Mehrheit der Bürger hat gesagt, nein. Das ist ein Beispiel für eine angebrachte, richtige Bürgerbeteiligung. Wenn es aber etwas komplizierter wird, dann habe ich große Bauchgrimmen, ob das eine Antwort sein kann. Ich weiß, das Thema ist breit diskutiert, auch in intellektuellen Kreisen, gern diskutiert worden. Wir sollten so ungefähr in Deutschland eine neue Schweiz werden, dass alle großen Themen durchaus mit Bürgerbeteiligung geklärt werden können, anstelle repräsentativer Demokratie. Ich gehöre zu denjenigen, die davor warnen. Das ist ein falscher Weg, das kann nicht funktionieren, weil es immer noch darum geht, das klingt jetzt auch schon wieder sehr blauäugig, aber es ist meine feste Überzeugung, dass wirklich komplizierte, übergeordnete Themen durch Menschen behandelt werden müssen, die Verantwortung tragen, die sich reinknien können, die wirklich sich sachkundig machen können. Und das ist eben repräsentative Demokratie. Dafür wählen wir unsere Abgeordneten und Abgeordneten. Das ist eine unverzichtbare Voraussetzung. Und wenn Sie die Volksabstimmung hier eben angesprochen über das Thema Stuttgart 21 erinnern, das zeigt das, glaube ich, sehr zur Genüge. Das ist eine landesweite Volksabstimmung gewesen, in der sind die unterschiedlichsten Gesichtspunkte eingeflossen, von unmittelbaren Stuttgarter Interessen bis hin zu den Interessen von Biberach mit einer vernünftigen Eisenbahnanbindung. Das sind Themen, die gar nichts miteinander zu tun haben insofern, aber trotzdem plötzlich soll das durch die gesamte Bevölkerung des Landes Baden-Württemberg über Stuttgart 21. Dass Ulm da eine völlig andere Meinung hat als Stuttgart, ist auch völlig klar. Aber das Volk war viel klüger als Parlament. Im Parlament waren nur 11% gegen Stuttgart 21, im Volk 42. Ja, na gut, okay, aber ist ja wieder was anderes, wie das Parlament abgestimmt hat. Ist aber in Ordnung, das respektiere ich. Mehr direkte Demokratie, falscher Weg, sagt der Reuter. Nein, ich stimme da völlig zu. Und es geht ja auch nicht darum, das repräsentative System jetzt zu ersetzen durch ein direktdemokratisches, es geht um Ergänzungen. Ich sage es einfach mal am konkreten Beispiel meiner Stadt. Ich bin jetzt 22 Jahre Bürger dieser Stadt. In dieser ganzen Zeit gab es nicht einen einzigen Bürgerentscheid. Einfach nichts. Und ich traue den Bürgerinnen und Bürgern meiner Stadt zu, im Jahr mal über 3 oder 4 Sachfragen selber zu entscheiden. Und um mehr geht es doch nicht, dass man die Möglichkeit dazu hat und das so einübt, dass man es nicht von vornherein für unmöglich erklärt. Ich glaube auch, dass man da den Leuten zu wenig zutraut. Wir sind eine gereifte Demokratie. Das, was in Weimar als Konsequenz aus Weimar sicher richtig war, die Demokratie zu schützen, wehrhaft zu machen, glaube ich, kann man heute etwas gelassener tun. Wir müssen uns nicht davor fürchten, dass beim ersten Bürgerentscheid sofort Rechtsradikale das Heft in die Hand bekommen. Ja. Also bloß Vorsicht mit geschichtlichen Vergleichen, nicht wahr? Die deutsche Bevölkerung hat mehrheitlich beschlossen, aus dem Völkerbund auszutreten. Die deutsche Bevölkerung hat mehrheitlich beschlossen, das Amt des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten in eine Hand zu überführen. Das sind alles Volksabstimmungen gewesen, um Gottes Willen. Und
Schauen Sie mal, gucken Sie mal, was in der Schweiz plötzlich entschieden wird über die Freizügigkeit, die in der Schweiz vertraglich mit der Europäischen Union geregelt gewesen ist, beschließt die schweizerische Bevölkerung Schluss mit der Freizügigkeit. Welche Folgen das für das ganze Land hat, kann keiner dieser Schweizer Bürgerinnen und Bürger überhaupt absehen. Also Vorsicht, wunderbar, wenn über die Straßenführung oder den Neubau eines Schwimmbades oder ich weiß nicht, was entschieden wird. Sofort, und auch viel wichtigere Sachen in der Stadt natürlich, weiß ich. Sofort bin ich dabei, denn das ist etwas, was die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar angeht und sie beurteilen können, aber nicht, wenn es darüber hinausführt. Vorsicht. Also ein Anspruch. Nun appellieren Sie in Ihrem Buch an demokratische Werte, legen großen Wert drauf. Sie waren jahrelang einer der ganz Großen der Wirtschaft. Wie steht es mit den Werten in der Wirtschaft? Da sind wir ja gerade akut mit der Wertefrage konfrontiert. Jetzt muss ich mich auch noch vielleicht zu dem Thema Volkswagen hier äußern. Das werde ich aber bestimmt nicht tun. Nein. Schade, das wäre richtig eingemischt. Natürlich, und ich stehe dazu, das habe ich immer vertreten und das werde ich auch weiter tun. Natürlich sind auch die Leitungen großer Unternehmen. Wir müssen da immer trennen zwischen den DAX-Unternehmen, großen Aktiengesellschaften und Familienunternehmen, sind wieder was ganz Verschiedenes. Aber selbstverständlich sind die eben zitierten Menschen, die für große Unternehmen Verantwortung tragen, auf ethische Grundwerte verpflichtet. Selbstverständlich. Kein Interesse an Profit oder schnellem Gewinn kann das überlagern, dass es so etwas wie Anstand gibt. Verpflichtung auf Anstand gibt, was man tut und was man nicht tut. Ganz einfach. Das weiß auch im Grunde genommen jeder. Nur, es ist richtig, es gibt Tendenzen, die werden getragen oder initiiert von Gier. Dort sind Menschen tätig, die sind gierig, die wollen ihren eigenen Erfolg, die wollen ihren eigenen materiellen Wohlstand. Das heißt, ohne durch die Gesellschaft vorgegebene Grenzen und Regeln geht das auch nicht. Was ist der VW-Skandal? Ist es ein Ausrutscher oder hat die Sache System? Das eben ist genau der Punkt. Ich weiß es doch nicht. Ich kenne doch die Einzelheiten bei Volkswagen nicht. Die Wirkung nach außen ist furchtbar, denn es ist betrogen worden. Und betrogen werden darf in einem Unternehmen nicht. Es gibt keinen Freiraum dafür. Ganz egal, ob das jetzt in der Spitze die Verantwortung dafür ist oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber das ist furchtbar. Nicht in dem Sinne, wie es so gerne jetzt getan wird in vielen Medien, dass es jetzt so heißt, Deutschland verliert damit seinen ständigen als, weiß der Teufel was, vertrauenswürdige Teilnehmer im Wirtschaftsgeschehen der Welt. Nicht deswegen. Aber deswegen, weil es ein Verstoß gegen ethische Grundsätze ist. Sowas tut man nicht. Ganz einfach. Ja. Was meinen Sie? Die Wirtschaft bei uns auf einem fragwürdigen Weg? Die Wirtschaft als Ganzes, nein, die gibt es ja auch nicht. Das sind Tausende, Zehntausende von Unternehmen. Wenn ich die mittelständischen Betriebe in meiner Stadt angucke, das sind wirklich hochanständige Leute, die sich für das Gemeinwesen einsetzen, denen ihre Arbeitsplätze wichtig sind, die lieber beim Gewinnen Abstrich machen, als jemanden zu entlassen. Also da kann man jetzt wirklich nicht die Wirtschaft über einen Kamm scheren. Was mich mehr interessiert, aber da ist, finde ich, Itzhard Reuter der spannendere Gesprächspartner, wenn ich zum Beispiel lese, dass VW eine Angstkultur entwickelt hatte, bei der es klar war, der Chef regiert immer dadurch, dass er seinen Untergebenen nach Strich und Faden fertig macht und Widerspruch nicht geduldet wird. Dann interessiert mich, für Sie als Unternehmenslenker, halten Sie das für eine Erklärung, dass eine Kultur, die tatsächlich dann, weil da müssen doch Leute gemerkt haben, dass das falsch ist, was die da machen. Das passiert ja nicht zufällig, dass man so einen komplizierten Mechanismus in Autos einbaut, der dazu führt, dass die Autos nur im Prüfstand gut sind und auf der Straße schlecht. Also das merkt man ja, was man da tut. Mich würde interessieren, ob das vielleicht daran lag, dass man den Leuten das Mitdenken und das Einsprechen und Einmischen einfach abgewöhnt hat und ob Sie in so einem Großkonzern solche Erfahrungen gemacht haben, mit Kollegen gesprochen haben, gibt es das auch bei anderen? Ist das ein Erklärungsmuster für so ein Versagen? Das ist ja genau der Punkt, weswegen ich sage, darauf kann ich nicht antworten. Ich weiß es nicht, wenn das so sein sollte. Wenn dort eine Atmosphäre geherrscht haben sollte,
was viele behaupten, und manches spricht ja auch dafür, das leugne ich ja gar nicht, dass da eine Furcht, eine Angst gewesen ist, Fehler zu machen oder was zuzugeben, oder man muss unbedingt irgendwelche Erfolgskriterien erfüllen, nach oben sagen, wir haben das und das erreicht, und dass eine solche Atmosphäre der Angst da herrscht, dann ist das natürlich fatal. Ich sage Wie war es denn bei Ihnen? Ich sage Ihnen, ja, entschuldigen Sie, da müssen Sie sich schon die Mühe machen, mal zurückzugucken, was ich damals versucht habe oder wir im Team damals versucht haben, in unserem Unternehmen zu leben. Da müssen Sie sich die Mühe machen, mal da nachzugucken. Das werde ich nicht jetzt neu selbstlobend erzählen. Aber mag ja sein, nur nehmen Sie mal jede beliebige große Organisation. Und da können Sie, seien Sie mir bitte nicht böse, meine Damen und Herren, wenn ich jetzt was ganz naheliegend sage, können Sie sogar die katholische Kirche nehmen. Sind Sie so sicher, dass in der katholischen Kirche nicht eine Atmosphäre der Angst herrschen kann, die schreckliche Folgen haben könnte? Das ist in jeder großen Organisation immer ein Problem, die Durchlässigkeit von ethischen Grundsätzen zu gewährleisten. Das ist in Gewerkschaften auch nicht anders. Und vielleicht sogar in der Grünen Partei nicht anders, weiß ich nicht. Was ich bemerkenswert finde in Ihrem Buch, dass Sie Ihre eigene Rolle heute selbstkritisch sehen im Konzern. Das selbstkritisch unter anderem hängt mit diesem Thema zusammen. Vielleicht haben wir damals und ich besonders Fehler gemacht, die unter anderem damit zusammenhängen, dass wir gemeint haben, es gibt Dinge, Argumente oder auch Grundsätze, die so selbstverständlich sind, wenn man sie oben propagiert und sagt, an die wollen wir uns halten, dass sich jeder automatisch darin hält. Manchmal geschieht das offensichtlich nicht. Und dann gibt es andere Dinge, das geht aber auch in diese Richtung, Herr Palmer. Wir verkennen manchmal, wie in solchen großen Organisationen die Prägungen einzelner Menschen eine Rolle spielen. Da gibt es Kaufleute, Betriebswirte, denen ist irgendwann mal in ihrer Jugend eingetrichtert worden, auf der Hochschule, auf der Universität, die und die Grundsätze gelten, lupen rein, die sind rein verstandesmäßig so und so richtig. Und daran halten die sich plötzlich ihr ganzes Leben lang. Da gibt es Techniker, die meinen, die Zukunft der Menschheit liegt ausschließlich in dem technischen Fortschritt. Immer besser, immer mehr. So gibt es also im Augenblick Menschen, die tief davon überzeugt sind, dass in Kürze alles digitalisiert ist und der normale Mensch ersetzt wird durch Roboter, durch selbstfunktionierende Roboter. Das glauben manche Leute und die handeln auch so, weil sie einen schmalen Ausschnitt, um nicht zu sagen, ein bisschen, glaube ich, ein Kapitel hängt sogar, Scheuklappen haben. Mhm. Menschen sind so. Und daraus entstehen, wenn man das nicht berücksichtigt, entstehen Fehler. Diese Fehler haben wir gemacht, habe ich gemacht. Wer denn fehlerfrei ist, der soll sich hier melden. Gegen Ende Ihres Buches schreiben Sie den Satz, jetzt bin ich sehr alt. Ich frage Sie, wie kommen Sie mit diesem Status im Lebenslauf zurecht? Ach, wunderbar, das ist fantastisch. wenn ich in Berlin in die U-Bahn komme oder hier zum Flugplatz fahre, dann stehen plötzlich wunderhübsche junge Frauen auf und bieten mir einen Platz an. Das ist doch fabelhaft. Aber die Hässlichen stehen vielleicht auch auf. Es lebt sich in mancher Hinsicht sehr angenehm durchaus, wobei ich nicht leugne, dass es manchmal Zipperleins gibt, die man lieber nicht hätte. Also so muss man mit allem Möglichen zurechtkommen, aber ich glaube, das geht in jedem Lebensalter. Es gibt kein Lebensalter, wo es nur Sonnenschein gibt, soweit ich weiß jedenfalls. Was bleibt, ist das eher ein resignierender Blick auf die Welt? Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich bleibe davon überzeugt, dass es
lohnt zu leben, wenn man weiß, dass man nicht für sich alleine lebt. Und das ist eine Überzeugung, die muss man tief in sich haben. Wenn man das nicht hat, wenn man nicht begreift, dass man in einer Gemeinschaft von Menschen lebt und nicht nur Rücksicht von Menschen nehmen muss, sondern es auch ein Wort wie Empathie gibt. Oder Willy Brandt hat diesen Begriff der Compassion mal geprägt. Das heißt nicht Mitleid, sondern zu kapieren, dass andere Menschen auch ihr Leben leben, ihre Probleme haben, ihre Sehnsüchte haben, ihre Träume haben, ihre Enttäuschungen haben. Wenn man das nicht weiß, sondern meint, man kann alleine, am besten sogar mit ausgefahrenen Ellbogen durch die Gegend laufen und nur das eigene Interesse sehen, dann allerdings ist das Leben absurd. Den Begriff hat Albert Camus mal geprägt, das Leben als absurde Kenntnis. Das allerdings gilt für mich nicht. Ich habe bisher gern gelebt und ich lebe weiter gern, bis ich eines Tages verschwinden werde. Und dann ist mein Kriterium einfach nur die Frage, hast du getan, was in deinen Kräften stand? Das ist mir nicht immer gelungen, aber manchmal schon. Sie glauben, soviel ich weiß, glauben Sie nicht an einen Gott. Macht das das Leben im Alter schwerer, leichter? Für mich macht es es weder leichter noch schwerer, sondern ich habe das schon in relativ jungen Jahren, ist das meine Überzeugung geworden. Allerdings eben nicht mit der Konsequenz. Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn man nicht an Gott glaubt, dann wird man zum Hedonisten, dann tobt man sich aus, dann kann man machen, was man will. Ganz im Gegenteil. Meine Überzeugung ist gerade, weil ich nur einmal lebe, weil mein Leben beschränkt ist und es danach nichts anderes mehr gibt, trage ich besondere Verantwortung. Gerade deswegen. Das ist eine Herausforderung und das war so und das bleibt so. Boris Palmer, was ist Ihre Haltung in diesem Punkt? Die Frage zu Gott, sind wir da jetzt angekommen? Ja. Ich wusste nicht, dass der Gesprächs- wir warten nicht, bis Sie 88 sind mit dieser Frage. Da wäre aber die Antwort vielleicht besser. Also, um da jetzt ganz ehrlich zu sein, ich wusste nicht, dass es so in die Gewissenserforschung geht heute. Ganz ehrlich dann zu müssen sein, Sie mit bei mir immer damit rechnen. Ja, ich habe da im Nachtcafé schon so meine Erfahrungen gemacht. Ich dachte, jetzt sei es ein bisschen entspannter. Also ganz tief ins Gewissen hinein. Ich gehöre zu denen, die sich Agnostiker nennen. Das heißt, ich bin nicht so wie Herr Reuter, wenn ich es richtig verstanden habe, überzeugt, dass es nur dieses eine Leben gibt. Aber auch nach sehr intensiver Befassung mit der Frage, was, glaube ich, jeder junge Mensch tun sollte und der Lektüre der für mich maßgeblichen Bücher, Hans Küng, Existiert Gott, auch in Tübingen, leider nicht bei Klöpfer und Meyer erschienen, aber trotzdem ein gutes Buch, bin ich für mich zum Ergebnis gekommen, ich kann die Frage nicht entscheiden. Ich finde bis heute für das eine und das andere hinreichend viel gute Argumente, aber nichts, was mir Sicherheit gibt. Deswegen lebe ich jetzt mit dieser Unsicherheit, aber führt in der Konsequenz auch zum Gleichen. Wenn es sein könnte, dass es nur dieses eine Leben gibt, dann muss man es natürlich gut nutzen. Nun gibt es. Jetzt müssten wir eigentlich beide unseren Moderator umgekehrt fragen, wie er das sieht. Sehr gut. Ich stehe nicht im Widerspruch zu den beiden Diskutanten. Reicht das als Antwort vorläufig? Es geht ja auch um Sie vor allem heute Abend. Aber ich habe da durchaus Bekennermut, keine Sorge. Wir machen das im Kleingespräch, im Kleingruppengespräch. Jawohl. Ich würde mich auch als Agnostiker einstufen und ich finde die Haltung, dass es ein Leben vor dem Tod gibt, die richtige Haltung und dass man aus diesem Leben für sich, für die Gemeinschaft, für die, die einem nahestehen und für die einem auch ferner stehen, etwas tun sollte. Das halte ich für die richtige Richtung. Aber jetzt nochmal zu Ihnen. Jeder Mensch hat so den Impuls, dass trotz Tod etwas bleibt. Was soll bleiben von Edzard Reuter? Als allererstes mal
eine Witwe, die nicht gelitten hat unter meinem Tod. Hm. Ja, ja, sehr praktisch. Sehr praktisch so rumgesprochen. Ja. Alles andere, das weiß ich nicht. Da habe ich auch keine Träume. Das stelle ich mir nicht vor. Vielleicht gibt es die eine oder andere Spur, die man hinterlassen hat. Vielleicht eine Spur, an die man im Augenblick gar nicht gedacht hat. Vielleicht ist man Menschen begegnet, vielleicht hat man die eine oder andere Meinung vertreten, die geblieben ist. Vielleicht ist es auch die eine oder andere Entscheidung, die man getroffen hat. Ich weiß es nicht. Das ist etwas, das man nicht wünschen kann für sich selber. Es passiert und es passiert so, wie es die Nachwelt will. Ja, es gibt einen, vielleicht in diesem Kontext etwas krassen Satz von Peter Zadek, dem Theaterberserker, Intendant, Regisseur. Der hat gegen Ende Haben Sie Berserker gesagt? Ja. Naja, da wäre er froh, wenn er das noch hören dürfte. Der hat gegen Ende seines Lebens gesagt, wenn man endlich etwas vom Leben versteht, stirbt man. Ich bin froh, dass Sie weit vorher schon mit dem Verstehen begonnen haben. Vielen Dank, Edzard Reuter. Danke für dieses Bändchen eingemischt. Zwischenrufe eines alten Herrn. Sie werden es gerne signieren. Und ich danke Boris Palmer für die weite Reise aus Tübingen und die Beiträge zur aktuellen Debatte. Künstler verneigen sich.